KinoCast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallöchen. Hallihallo. Und ich ist der Erik. Ich grüße alle. Wir haben ganz, ganz tolle Filme mitgebracht heute. Oh. Ihr werdet sehen und eine Serie, von der ich noch nicht so viel weiß. Mal gucken. Und das ist jetzt erstmal die letzte Folge vor dem Internationalen Trickfilmfestival, mit dem wir uns dann nächste Woche intensiver beschäftigen. Wir werden natürlich auch über die Sneak Preview sprechen, die wir morgen sehen dürfen, müssen. Müssen tust du gar nichts. Ja, nee, ich meine, weil manchmal kommt ja was, was einem nicht so gefällt und dann muss man da eher durch, als dass man sich drauf freut oder Spaß hat. Ne? Manchmal ist es halt ein beautiful disaster. Also für die nächste Sendung wird es hauptsächlich um das Trickfilmfestival gehen. Wir durften schon einige Filme aus dem Wettbewerb sehen. Und das Trickfilmfestival, warte mal, ITFS Stuttgart, falls ihr da mal googeln möchtet, itfs.de, findet statt vom 25. bis 30. April in Stuttgart. Und ja, die machen da verschiedene Aktionen im Kino. Bei uns läuft übrigens auch der Trailer für das ITFS. Den hatte ich vor dem Super Mario Film gesehen. Der ist auch ganz cool gemacht. Dazu gehören verschiedene Sachen, zum Beispiel Open-Air-Kino auf dem Schlossplatz, wo auch Langfilme, animierte Langfilme laufen. Und dann gibt es natürlich das Kurzfilmfestival, Trick for Kids gibt es da. Da gibt es in diversen Schulen werden Kurzfilme gezeigt und darüber dann diskutiert und so. Also gibt es einiges, falls ihr da mal in der Nähe seid, einfach mal rumschauen oder vielleicht auf der Webseite vorbeischauen. Und wir werden euch nächste Woche mal ein paar von den Kurzfilmen vorstellen und übernächste Woche dann wahrscheinlich auch noch ein paar, weil wir doch einiges zu schauen haben und geschaut haben schon. Ne? Das nur mal so als Hinweis. Heute gibt's die Sneak Preview der vergangenen Woche Infinity Pool von Brandon Cronenberg. Und wir sprechen über den Film Der Vorname. Nee, Der Nachname. Der Nachname. Der Nachname. Das? Ja. Der Nachname. Na, Nachname, genau. Das steht hier falsch drin. Ich lese hier nur ab. Ich bin hier wie so ein Moderator, ich lese nur vom Teleprompter ab. Der Nachname. Ich denke nicht mehr selbstständig. So. Der Nachname, genau. Und ich reingeschrieben dann, ne? Eine Serie haben wir noch, nämlich Beschütze Sie. Bin ich gespannt, was das ist. Ja, starten wir doch mal rein, Chris. Infinity Pool. Uff. Ich gucke immer mal Sonnenklar TV, ist immer echt ganz cool. Da stellen sie so verschiedene Reiseorte vor und Hotels und so. Da haben sie gestern ein Hotel vorgestellt in Thailand, da haben sie damit beworben, dass das einen ganz, ganz tollen Infinity Pool hat. Und da habe ich mir gedacht, bin ich jetzt ein bisschen abgeschreckt seit dem Film. Also in dem Film. Verstehe nicht. In dem Film geht es darum, also erstmal, man muss dazu sagen, es ist ein Brandon Cronenberg-Film. Das muss man vielleicht voranstellen. Das ist der Sohn von David Cronenberg. Der David Cronenberg, den kennt man ja, kanadischer Regisseur, hat ziemlich abgefahrene Scheiße gemacht. Also sein vielleicht Mainstream-kompatibelster Film ist Die Fliege, dieses Remake von diesem 50er-Jahre-Film mit Jeff Goldblum, der dann so Brundlefly und so, der sich dann nach und nach durch den Teleporter, wo eine Fliege mit reinfliegt, dann die DNA sich vermischt wird und ja, wo dann nach und nach er sich in eine Fliege verwandelt. Das war noch sein Mainstream-kompatibelster Film, der hat noch solche Sachen gemacht wie Crash, wo halt irgendwelche Leute sexuelle Lust empfinden durch Autocrashs und sich dann immer mehr dann gegeneinander crashen und das geil finden und so. Oder Existenz war auch so ein abgefahrener Film. Jedenfalls, sein Sohn schlägt so ein bisschen dieselbe Kerbe, Brandon Cronenberg. Und das durften wir jetzt in Infinity Pool sehen. Brandon Cronenberg hat zwar schon mal einen Film gemacht, den habe ich ja nicht gesehen. Weiß ich nicht, wie der war. Bei Infinity Pool geht es darum, dass ein Pärchen, gespielt von Alexander Skarsgård und Cleopatra Coleman, er heißt im Film James Foster und seine Frau heißt nur M, die gehen in ein Luxusresort und in diesem Luxusresort, das spielt auf der virtuellen Insel La Tolca und ist aber wohl gedreht, hat man am Anfang gesehen, da warst du noch draußen, Chris, ist aber wohl gedreht in Kroatien und Rumänien irgendwo. Und ja, jedenfalls
er ist Schriftsteller. Er hat wohl mal ein Buch geschrieben, was so leidlichen Erfolg hatte, ganz okayen Erfolg. Seine Frau ist die, die das Geld mit in die Ehe gebracht hat. Also er lässt sich so ein bisschen von seiner Frau mehr oder weniger aushalten und lebt da sein. Ihr Vater ist doch hier der Professor da irgendwie oder irgendwas, ne? Wo dann gemeint hat, du kannst jeden mitbringen, aber keinen Schriftsteller. Und dann hat sie den schlechtesten Schriftsteller mitgebracht, den sie gefunden hat. Ja. So haben sie es verkauft. So eine Art Rebellion oder so. Jedenfalls, er sucht halt ein bisschen nach Inspiration für sein nächstes Buch auf dieser Insel. Und ja, sie will da auch ein bisschen Urlaub machen. Und sie werden halt in dieses Luxusressort reingefahren. Das ist halt so gated, so mit Toren und so weiter. Hat mich ein bisschen daran erinnert, wie ich damals für die Firma in Algerien war, im Hotel oder so. Das war ungefähr genauso mit Sicherheitskontrollen am Einlass und dass nur diejenigen reinkommen, die da rein dürfen und so. Jedenfalls in diesem Hotel sind natürlich auch jede Menge so reiche Schnösel auch, die völlig gelangweilt sind von diesem Luxus, der ihnen da dargeboten wird. Und da gibt es halt welche, die er da kennenlernt, die mal raus wollen aus diesem Luxusressort. Und da gibt es wohl eine schöne Bucht, wo sie hinwollen. Und sie mieten sich da illegalerweise ein Auto und sie dürfen eigentlich gar nicht raus ins Land. Das ist eigentlich verboten. Und sie fahren dann raus. Auf der Rückfahrt ist es dann so, dass er, also unsere Hauptfigur hier, James Foster, er ist der Einzige, der nichts getrunken hat oder noch halbwegs okay ist, sagen wir mal so. Die haben alle schon ein bisschen getankt und es ist halt später am Abend. Er fährt dieses Auto da in diesem unbekannten Land und dann fahren sie halt jemanden oder er fährt halt jemanden über den Haufen und sie wollen das dann erstmal vertuschen. Ja? Du lässt gerade ein bisschen irgendwie was weg, kann das sein? Was lasse ich denn weg? Den Teil mit, wie sie ihn da hier komplett angreift, auch die ganze Zeit. Muss man das sagen, ja. Also die und auch dann, als er pinkeln ist, von hinten an ihn herangeht und gut sichtbar in der Kamera ihm dann kräftig einen runterholt. Das war schon ziemlich Porno, also das war, ja. Also der Film ist bestimmt ab 18 oder so. Ja, also ab 25, das wäre besser gewesen. Dieses andere reiche Pärchen, die Frau gräbt ihn halt an und ja, sie fahren dann halt zurück, fahren jemand über den Haufen und dann sieht es erst so ein bisschen aus wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, so nach dem Motto, ja, wir fahren einfach mal weiter und lassen das hier so und keiner redet drüber und wir kennen hier ein paar Leute, wir ziehen da ein paar Fäden, dass da nichts passiert und ja, letzten Endes am nächsten Morgen steht bei ihm die Polizei im Zimmer, die Polizei aus diesem Land und sie nehmen ihn erstmal mit und keiner redet mit ihm und alles sehr ja, diktatorisch alles und da wird ihm das dann vorgeworfen und offensichtlich hat dieses andere reiche Pärchen gegen ihn ausgesagt, hat gesagt, okay, er war das und er wollte weiterfahren und ja, der große Twist an der ganzen Geschichte ist aber, dass die in diesem Land offensichtlich eine Art Cloning entwickelt haben von Personen, das heißt, wenn jetzt reiche Leute was verbrochen haben und da steht so ziemlich in diesem Land steht auf so ziemlich alles die Todesstrafe und dafür natürlich auch, dass sie da jemand umgefahren haben und da gibt es wohl die Möglichkeit, dass man sich einen Klon machen lassen kann, der quasi alle Erinnerungen hat bis zu dem letzten Punkt und so dass halt dieser Klon eigentlich die eigene Person ist, die dann hingerichtet wird. Das heißt, der hat auch das volle Gewissen von dem, was passiert ist, bis zu dem Moment, wo er geklont wurde. Und der eigentlich Schuldige oder die Schuldige muss sogar der Hinrichtung beiwohnen. Und die haben da so ein ganz archaisches Hinrichtungssystem, dass jemand von den Angehörigen zum Beispiel das ausführen muss. Da muss halt dann der kleine Sohn von dem Überfahrenen mit einem Messer da den Typ umbringen. Und ja, der haut da in die Gedärme rein und es suppt alles und das wird alles sehr explizit dargestellt und ja, dann zurück im Hotel, also sie werden dann natürlich wieder, sie sind dann quasi, das hat sich dann damit erledigt, ne, sie gehen wieder zurück ins Hotel und diese reichen Typen, also lernen wir da noch ein paar andere kennen, die haben das anscheinend schon öfters gemacht, die nutzen dann diesen Freibrief quasi, dass sie das Geld haben, um sich da frei zu kaufen und diese, sag mal, kuriose Art der Hinrichtung und so weiter, dem Beiwohnen und so, nutzen die halt so ein bisschen als Zeitvertreib. Also sie
machen dann, stellen irgendwas an und worauf die Todesstrafe steht und nutzen dann das. Und irgendwann kommt aber halt auch mal die Frage auf, ja, wisst ihr denn, ob die den richtigen dann oder ob ihr vielleicht nur Klone seid? Das wird aber halt auch nur so andeutungsweise behandelt. Das sind dann so ein bisschen philosophische Fragen, fast wie bei Blade Runner oder so. Was taugen Erinnerungen? Und letzten Endes ist es halt eher eine sehr absurde Art und Weise, irgendwie gore-splattriger Unterhaltung, was dann abgeht. Teilweise total dämlich, weil die irgendwelche Sachen einfach durchführen, wo man denkt, ey, was soll denn das? Und das dreht dann noch richtig ab. Ich meine, es ist halt ein Cronenberg-Film, ne? Also ich hatte es schon eingangs erwähnt. Ich will mal nicht zu viel verraten, vielleicht kriegt den noch jemand in der Sneak. Auf jeden Fall sehr, sehr krasser, seltsamer Film. Und ich sag mal, bei den Cronenberg-Filmen, die habe ich nicht im Kino gesehen und die habe ich halt zu Hause geschaut, wenn ich gedacht hatte, okay, jetzt bin ich in der Stimmung dafür, mir sowas, so eine schwere Kost anzutun, so eine abgefahrene Sache. Und dann Die Fliege zum Beispiel fand ich eigentlich ganz, ganz cool, den gucke ich auch jetzt noch gerne. Oder Existenz oder selbst Crash fand ich ganz geil. Aber da war ich halt in der Stimmung dazu. Aber Montagabend, in der Sneak Preview, wenn ich nicht weiß, was mich erwartet und als ich gesehen habe, der kommt, dachte ich dann, ach nee, bitte nicht. Ich war da an dem Tag überhaupt nicht in der Stimmung, war ja Feiertag und am Ende des Tages dann noch so ein 2-Stunden-Brett mit ganz weirden Sachen und so, nee. Also es ist eher so ein Festivalfilm, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dass man jetzt gerade einen Cronenberg-Film sieht, dann auf jeden Fall, dann kann man sich da richtig fallen lassen, aber nee, nicht in der Sequel-View. Bin ich tatsächlich bei dir, weil sag ich mal, das war also anders, ich muss glaube ich anders anfangen. Der Film fängt an und man denkt, okay, das könnte in eine relativ interessante Richtung sich alles bewegen, weil es eigentlich schon so... Kurzer Einwurf, Kate, für dich so The White Lotus, ne, sagt ihr da was? Ja, natürlich, ja, habe ich beide Staffeln gesehen. Ja, so ungefähr so weird, ne, Luxusressort, ganz weird irgendwie, ne, so ungefähr, so, yeah. Machen wir weiter. Aber eigentlich ja ganz cool, oder? Ja, eigentlich, am Anfang, ja. Wie gesagt, das Setting ist ganz cool und du weißt eigentlich relativ sofort... Oder denkst du erstmal sofort, okay, es muss wird und muss in diese Richtung gehen, weil eben, es so offensichtlich ist mit, ja, hier, okay, die steht auf den, die wird den irgendwie verführen wollen. Und dann denkst du dir vielleicht, ja gut, es könnte so ein Thriller werden, so Richtung, was weiß ich, so Basic Instinct oder sowas, um das jetzt mal so reinzugreifen. Und das dreht ja dann so völlig ab, teilweise, wo du echt einfach nur noch denkst, wo ich einfach nur gedacht habe, so, wo zur Hölle bin ich hier gelandet und warum? Das ist eine der größten Fragen überhaupt, war dieses Warum. Es war eben, man nimmt den Klon oder nicht den Klon und lässt den auf grausamste Weise dann hier von einem echt gruseligen Kind zusammenmetzeln und wohnt da am ganzen bei und ich weiß nicht, das war alles so, es war einfach super, super schräg, die Dialoge waren teilweise super grausam, die Charaktere waren teilweise einfach nur super, super schräg, wie ich fand, allein dieses, oh ja, ich finde meinen Pass nicht mehr, oh, dann reise ich ohne dich ab, okay, aber bleib doch noch, ja, aber ich reise ohne dich ab, okay. Aber mein Pass ist gar nicht weg, sondern den was und lauter so zwei, also und auch welche Macht quasi diese Pseudoklone dann hatten, ich weiß nicht, ob es wirklich Klone waren oder ob es die Originalen noch waren, die einfach nur gesagt haben, ja, okay, komm, lass den Klon weiterleben und mach selber die Erfahrung, wie es ist, abgemetzelt zu werden. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Und ja, diese komplette Kombo daraus fand ich einfach streckenweise unfassbar anstrengend und einfach auch, ja, super strange und super unlogisch irgendwo ein Stück weit. Ja, ich glaube, um Logik
bei Cronenberg-Filmen. Ich weiß nicht, da brauchen wir, glaube ich, nicht ansonsten. Das Problem, ja. Wirklich, das Problem, was ich ganz groß sehe, ist, du hast eigentlich hier Elemente da drin, die jeder für sich einen coolen Film geben könnten. Wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, mach da einen Psychothriller draus mit der Geschichte um den besessenen Fan von der kleinen Kunst oder von dem Buch oder von dem Autor. Mach da was draus oder wegen mir, weil es auch in die Richtung ging, mach einen Erotik-Thriller draus. Vielleicht mit ein bisschen, ja. Oder mach dann einen Sci-Fi-Film draus mit eben genau diesen Sachen mit den Klonen, was man da machen kann. Aber wirf das doch nicht alles irgendwie in einen Topf und schöpf dann nur von jedem so ein bisschen die Oberfläche ab. Und werf das dann nochmal zusammen in den Topf und wundere dich dann, dass es irgendwie was wird, was ja nicht so der Burner ist. Ach, wen ich noch ganz vergessen habe, Thomas Kretschmann spielt eine Nebenrolle mit. Der ist quasi so ein, was ist der, so ein Polizeichef da von diesem komischen Land da. Der böse Polizeichef. Ja, aber cool, den mal wenigstens mal wieder gesehen zu haben in der Rolle. Ja, heieiei. Aber ich mochte, mich hat das auch sehr bedrückt, so diese ganze Stimmung in diesem Land da mit der Polizei und so. Das hat mich halt sehr erinnert an teilweise, wie es in der DDR war. Also es war natürlich jetzt nicht ganz so krass, so mit Todesstrafe und so, aber es war schon so mit Leute einfach mitnehmen und ohne zu sagen, warum und sowas. Es hat mich jetzt aber gerade ein bisschen irritiert, als du angefangen hast mit ich mochte. Nee, Thomas Kretschmann, den mal wieder zu sehen. Ja, okay. Ich mochte, es war so ein bisschen wie in der DDR. Ja, nee, da ist mir halt eingefallen, wie das mit das hat mir, ja, das hat mich sehr bedrückt, da diese Stimmung da zu sehen. Und ach, nee, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, bei den anderen Cronenberg-Filmen, ich meine, das ist jetzt zwar Brandon Cronenberg, aber der macht offensichtlich dieselben Filme wie sein Dad, also irgendwie ziemlich kranke Familie, das kann man nicht anders sagen. Also, ich meine, Drehbuch hat er ja auch geschrieben für Infinity Pool, ne? Also Brandon Cronenberg, also das ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie ein Buch adaptiert hat oder so, denn was halt wirklich interessant gewesen wäre, wäre so dieses ganze, ja, was sind das für Leute, die er da kennenlernt, die dann so komisch drauf sind und ja, und das Ende fand ich auch etwas seltsam. Also das will man jetzt natürlich nicht verraten, aber ja. Ja, etwas ist etwas untertrieben. Das war dann auch irgendwie, wenn es wenigstens ein richtig cooles Ende gehabt hätte, wo ich dachte, oh geil, so. Aber nee, das Ende war dann komisch. Sehr komisch. Ja. Aber bin mal gespannt, ob den noch jemand in der Sneak bekommt. Ich habe schon mal ein bisschen geschaut gehabt vorher, so bei den üblichen Verdächtigen, die auch immer so in die Sneaks gehen und so. Da war noch nichts auf irgendwelchen Webseiten oder Blogs oder irgendwas oder Podcasts da zu hören oder zu sehen. Bin echt mal gespannt, was da jemand drüber sagt. Was hat man eigentlich hier? Steht schon jemand, hat schon jemand eine IMDb? Oh, overrated and ultimately annoying. Ja, es könnte es treffen. Es war wirklich sehr nervig teilweise. Die Art, wie es inszeniert war und not scary, just sick. Ja, passt auch. Ja, ich lese nur Überschriften gerade. Deswegen, was habe ich Ihnen in unserer Gruppe eigentlich gegeben? Ich kann mich gerade kaum noch erinnern. Ich habe 3 Punkte gegeben dazu. Ja, das passt. So viel. Manchmal. Manchmal. Ich muss da wirklich dazu sagen, ich habe da geschaut in unserer Gruppe die Woche schon, also mehrfach, und habe erst gedacht, oh, ist die Umfrage irgendwie kaputt oder habe ich was vergessen? Und dann, wenn du es ausklappst auf die Punkte von nach 5 Punkten, da geht es dann los. Da kommt dann auch meine Wertung, weil ich habe ihm immerhin einen Punkt gegeben. Hm. Weil ich es einfach nur komplett krank, langweilig und dann doch wieder Banane fand. Ich habe einen traurigen Smiley gemacht. Ich kann den nicht wirklich weiterempfehlen. Nee. Ich wüsste auch nicht, wem. Das ist genau der Punkt. Ich sag ja, wenn das irgendwie die eine oder andere Richtung gegangen wäre, dann hätte man drüber reden können. So ist es einfach so, ja, hier ist von allem was. Hey, willst du einen weirden Halbporno sehen, der ein komisches Ende hat? Ja.
Genau, oh. Deswegen. Nein. Ja, zum Glück sehen wir die Hauptdarstellerin dieses Films ja nochmal wieder demnächst bei Blade in der Verfilmung, der Marvel-Verfilmung, wo sie neben dem, ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der bei Green Book, glaube ich, den Fahrer da gespielt hat. Ja, die spielen zusammen bei Blade. Naja, oje, oje. Wie sieht denn der Tipp für morgen aus? Gibt es da was Besseres? Ist da Licht am Horizont? Nee, Licht, ja, am Ende des Tunnels. Das weiß ich nicht. Aber der Tipp lautet, besser später als nie. Und du hast getippt, Living, einmal wirklich im Leben. Geht es um irgendwie einen Todkranken, der dann nochmal was ausprobiert oder so. Deswegen hätte ich gedacht, es passt vielleicht oder so. Aber ja, hat kein anderer was getippt? Nicht mal die. Nee, ist nur ein Tipp. Ah, vielleicht kommt ja noch was bis morgen. Genau. Wer weiß. Nur gut, dann gucken wir doch mal, was so in den Charts drin ist und wie es so mit den Neustarts aussieht. Vielleicht ist da irgendwie ein geiler Film dabei. Kinocharts und Neustarts. So, in den Charts hier in Deutschland. Platz 6. Beautiful Disaster, fange ich mal an. Das, sehr, sehr niedrig eingestiegen, finde ich, Chris. Was meinst denn du? Huh? Ich muss gerade gucken. Ich weiß nicht, wo du die Charts gerade her hast. April 6 bis 9 hier bei unseren, wenn du einmal nach rechts klickst. Ne? Jetzt, okay. Ja, Platz 6 okay. Ist Beautiful Disaster mit einem Einspielergebnis von 487. Das ist sehr wenig, finde ich. Also da hat man eigentlich mehr prognostiziert, aber vielleicht fängt sich das ja noch. Wenn sich es rumspricht, wie gut der Film ist, dann gehen vielleicht in der zweiten Woche dann nochmal mehr rein. Du bist so ein Assi manchmal. Platz 5 ist The Pope's Exorcist. Also der Exorzist des Papstes. Das soll aber relativ gut sein. Habe ich auch gehört. Genau, nee, der heißt ja auch im Deutschen so, The Pope's Exorcist. Dann Platz 4, Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben. Ja, den kann man empfehlen. Vorbehaltlos. Platz Nummer 3, Manta Manta, zweiter Teil. Platz 2 ist John Wick, Chapter 4. Und auf Platz 1, neu eingestiegen von 0 auf 1, The Super Mario Brothers Movie. Der hat quasi in der ersten Woche fast genauso viel Asche gemacht wie John Wick in der ganzen Zeit, sehe ich hier in Deutschland. Ja, sehr schön. Ich freue mich, der Super Mario-Film, der war echt herzerwärmend und schön. Das war ein schönes Ding. Mal gucken, ob da noch, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr aus dem Universum da von Nintendo. Jetzt haben sie ja wahrscheinlich wieder Mut geschöpft, nachdem sie 1993 ein bisschen ins Klo gegriffen hatten. Okay, was startet denn neu diese Woche? Das heißt, die Woche vom 20. April. Das reinste Vergnügen startet zum Beispiel. Und den hatten wir in der Sneak Preview gehabt, den hatte ich, da wart ihr ja nicht mit, wo diese australische Komödie, wo die Frau dieses Umzugsunternehmen in einen Nacktputz mit sexuellen Dienstleistungen Unternehmen umwandelt, weil sie selber gekündigt wurde und so. Ja, der startet jetzt, den könnt ihr jetzt gucken im Kino. Bei mir startet hier auch noch Infinity Pool. Schon mal gehört? Ich weiß nicht, wenn man da, sag mal, mit dem richtigen Mindset reingeht und weiß, worauf man sich einlässt, vielleicht. Ja. Dann, der startet auch. Der neue Sam Mendes-Film startet auch im Kino, Empire of Light. Und ja, worum geht's hier? Südengland. Moment mal, vielleicht ist hier bei kino.de eine etwas kürzere Zusammenfassung. Ich muss gerade echt gucken, welche Auflistung du hast. Ich bin gerade bei filmstarts.de. Ach, deswegen ist die Reihenfolge anders. Weil kino.de, die sind noch ein bisschen durcheinander. Also spielt in Südengland und Hillary ist im Kino mit dem Namen Empire Cinema in einem kleinen Küstenort sozusagen das Mädchen für alles. Sie schließt morgens die Türen auf, kümmert sich um den Verkauf. Die wahre Herausforderung liegt jedoch woanders. Hillary ist an Schizophrenie erkrankt. Der Kinobesitzer nutzt Hillarys psychische Krankheit sowohl emotional als auch körperlich schamlos aus. Das bleibt auch bei den Kolleginnen nicht verborgen, die jedoch nicht eingreifen. Hillary lässt alles widerwillig über sich ergehen, bis Steven neu im Kino anfängt. Er wird ihr an die Seite gestellt und zeigt ihm, wie der Hase läuft. Und dabei kommen die beiden sich trotz größerem Altersunterschied näher und verlieben sich. Okay. Soll wohl aber ganz gut sein. Ich meine, Sam Mendes, der macht jetzt nicht gerade schlechte Filme. Mit Olivia Colman, Michael Ward, Colin Firth.
Okay. Ich habe dann hier als nächstes einen, wo ich gerade so diesen Blitz hatte mit, das könnte auch was für die Sneaks sein. Brady's Ladies. Da jetzt darum, eine amerikanische Komödie mit Jane Fonda über vier Freundinnen, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, den Super Bowl zu besuchen und den NFL-Superstar Tom Brady zu treffen. Oh, na, das könnte ja passen, ne, auf den Tipp. Ja, eben, das könnte passen. Aber den Trailer habe ich gesehen, es sieht mega witzig aus. Ja, ich glaube, das wäre cool für die Sneak. Ist ja jetzt nicht so das oberste Regal, aber ja, wäre cool. Ja. Mal sehen. Ich tippe aber nicht noch einen. Ich tippe immer nur einen jetzt. Ich kann ihn ja reinschreiben. Roter Himmel startet noch. Den möchte ich tatsächlich gerne sehen. Da habe ich nämlich schon einiges davon gehört. Ich lese mal kurz vor. Während eines heißen Sommers kommen Nadja, David, Leon und Felix in einem abgelegenen, idyllischen Ferienhaus an der Ostsee zusammen. Nachdem sie sich eingerichtet haben und einen unvergesslichen Urlaub planen, kommt plötzlich alles anders. Die schöne gemeinsame Zeit ist nicht auf Dauer, da wütende Waldbrände um sie herum eintreten, die schnell außer Kontrolle geraten. Nach und nach werden sie von den Flammen eingekesselt, was eine Flucht unmöglich macht. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Innerhalb des Hauses kommen sich die Menschen ebenfalls näher. Das sieht nämlich richtig gut aus, weil sich das dann so verdichtet, dadurch, dass sie nicht weg können und der Brand kommt halt immer näher und so. Deutscher Film, würde ich echt gern sehen, mit Paula Bär, Thomas Schubert, aber das klingt nicht nach Sneak, jetzt nach dem Tipp. Aber den werde ich mal nachholen. Okay. So, dann Loriots große Trickfilm-Revue. Da hätte ich auch irgendwie Bock drauf. Kurzfilm über 79 Minuten, da wird es wohl um die ganzen Trickfilme von Loriot gehen. Finde ich cool. Ja, die Ente bleibt draußen. Ja, genau. Ente bleibt draußen. Himbeeren mit Senf, deutscher Familienfilm über die 13-jährige Mary, die als Tochter eines Bestatters ein besonderes Verhältnis zu Leben und Tod hat und nebenher zum ersten Mal verliebt ist. Drama. Oh. Drama. Achtung, Drama. Drama. Okay, dann startet hier noch One in a Million. Da fehlen mir gerade noch die Infos dazu. One in a Million Film. Dokumentarfilm. Seine Doku. Okay. Können wir also überspringen. Dann Moment, das heißt, Miss Wiborg, Miss Wiborg, eine herzerwärmende dänische Komödie über die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen der 61-jährigen Solveig und der 17-jährigen Kate. Aha. Spielt wahrscheinlich in Wiborg, eine dänische Stadt, wo wir arbeitsmäßig auch aktiv sind. Das finde ich jetzt aber sehr mutig von dir, diese Aussage. Dann startet auch Princess Principal Crown Händler 1. Ein klingt nach Anime, Abenteuer, oder? Animation, 53 Minuten. Ja, mit der Entdeckung des Materials Kavorit wurde das Königreich Albion Ende des 19. Jahrhunderts zur weltreichen Hegemonialmacht. Die Misere der Arbeiterschicht blieb jedoch unverändert, so kam es zur Revolution, die Albion in zwei Nationen teilt, die Republik und das Königreich. Einige Jahre später startet die Republik die Operation Kuckuckskind. Die junge Top-Agentin Ange soll die königliche Familie infiltrieren und den Platz von Prinzessin Charlotte annehmen, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht. Doch die Prinzessin durchkreuzt den Plan und bietet an, mit der Republik zusammenzuarbeiten, wenn Ange und ihre Freunde ihr helfen, Königin zu werden. Das alles in 53 Minuten. Ja, puh. Da ist Action geboten, würde ich mal sagen. Es läuft noch ein Film an, ich nehme an, französische Komödie, Happy 50. Das könnte natürlich auch so ein bisschen auf unseren Tipp passen, vielleicht. Mhm. Da geht es darum, dass sich welche zum 50. Geburtstag von jemand, der sollte eigentlich die Feier in Griechenland stattfinden, aber es wird gecancelt und findet dann stattdessen im Familienanwesen der Bretagne statt und da ist die ganze Familie zusammen und da gibt es dann wieder, wie es halt immer so ist, so große Enthüllungen und so. Klingt ein bisschen, da gab es auch mal diesen einen griechischen Film da, wo jemand seinen Geburtstag feiert, wo dann so viel enthüllt wurde. Komme ich gerade nicht drauf, wie der hieß. Ah ja, wie geht's weiter? Ja, danke. jetzt kommt Kisi Ka Bai Kisi Ki Yan. Auf Deutsch, jemandes Bruder, jemandes Leben. Ein Actionfilm in Hindi-Sprache. Okay. Produziert von Farhad Samji und Regie Farhad Samji und Salman Khan Films. Actionfilm halt, also puh. Ja. Okay. Es läuft auch noch 140 an, Minuten, Gottes Willen. Es läuft auch noch an das Recht der Stärkeren. Da geht es darum, dass die 18-jährige Jana wird oder in einem Berliner Kino
wird während einer Premiere eines israelischen Films detoniert eine Bombe und die 18-jährige Jana kommt selber darin um. Sie wird aber als Täterin verdächtigt, denn ihr Social-Media-Profil gibt irgendwie ziemlich tiefe Einblicke da rein und das wird dann hier durchleuchtet in dem Film. Ja, dann habe ich hier Tschernowetz stehen. Aber alles, was ich über den finde, ist, dass der von 1982 ist. Wahrscheinlich Wiederaufführung. Ja, wahrscheinlich. Der Große aus der Sowjetunion verreist das erste Mal in seinem Leben in den Westen, in der westdeutschen Hafenstadt Hamburg, will er nach Spuren suchen, die ihn zu seinem verschwundenen Bruder führen. Doch schon bald gerät er in das Kreuzfeuer verschiedener Mächte. Den hinter der sowjetische KGB und die deutschen Verfassungsschützer hängen wir an den Fersen. Auch ein sensationslüsterner Journalist verfolgt ihn. Okay. Weißt du Bescheid? Läuft auch noch an Money-Back-Guarantee. Nachdem sie ihr ganzes Leben lang von reichen Leuten ausgeplündert wurden, beschließen ein paar arme Bürger, sich zu rächen, indem sie die Schließfächer einer Bank ausrauben. Der Erfolg des Plans hängt jedoch ganz von ihrer Aufrichtigkeit untereinander ab. Wird ihr Plan gelingen? Wird es eine Geld-Zurück-Garantie für sie sein? Da gab es nochmal diesen deutschen Film, wo diese Rentner da die Bank überfallen haben. Das klingt auch sehr danach. Ja. Was gibt's noch? Da gibt's noch Princess Principal, Crownhändler 2. Hat er auch wieder so eine ewige Geschichte? Na, also, nein, das, zweiter Teil. Der geht aber 56 Minuten. Und zwar, nach den Ereignissen aus Princess Principal und Princess Principal Crown Handler 1 ist Ange erneut in den Kampf zwischen dem Königreich und der Republik im Land Albion involviert. Mit ihrem Team White Pigeons muss sie jetzt besonders behutsam vorgehen, um die gefährlichen Waffentransporte ausfindig zu machen. Andererseits muss sie auch für den Schutz der Prinzessin Mary sorgen, nachdem ein Attentat auf Prinz Richard daneben geht und einfach zu viele Gefahren überlauern, droht das Kartenhaus in sich einzustürzen. Okay, es gibt übrigens auch Princess Principal Crown Handler Chapter 3. Gibt es übrigens auch. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt kommt. Bei Chapter 3 hat allerdings, die Regie hat derselbe geführt. Okay. Ja, ich sehe es hier gerade bei die IMDb. Gibt es auch offensichtlich, basiert auf einer Fernsehserie von 2017 in Japan und da sind jetzt 3 Filme dazu. Quasi so ausgekoppelte Filme. Na, okay. Also genug dabei, für jeden was. Anime, Spannung, Action, alles dabei. Für jeden was dabei, würde ich sagen. Ja. Und weirde Sachen mit Infinity Pool. Spaß für die ganze Familie ist garantiert. Ja. Heimkino. Heimkino. Der Nachname. Möchtest du da was zu sagen zum Nachnamen? Der Nachname ist der zweite Teil oder für die Fortsetzung von dem schönen Film Der Vorname, den wir damals in der Sneak hatten. Für alle, die es nicht mehr oder die es nicht genau wissen, worum es in Der Vorname geht. Da ist großes Familienfest von Dorothea. Dorothea Böttcher lädt ihre Kinder zu sich nach Hause ein. Oder ja, das war Weihnachtsessen oder ich glaube Weihnachten, ne? Ich glaube, es war Weihnachten. Und da stellt sich immer raus, dass der Sohn Thomas und seine Anna ein Kind erwarten und er möchte sich so ein bisschen foppen, die Familie, und sagt, ja, wir haben uns einen speziellen Vornamen ausgedacht und das Kind soll Adolf heißen. Ein deutscher Name, der zu Unrecht in Verruf geführt wurde und was weiß ich was. Der Name kann ja nichts für die Person und deswegen auch, ja, hier möchte man halt auch dem Namen wieder eine Chance geben. Und daraus entspinnt sich dann eben eine größere Diskussion mit Elisabeth, seiner Schwester, der ihr Mann Stefan, gespielt von Christoph Maria Herbst, Caroline Peters spielt Elisabeth, Florian David Fitz spielt Thomas, Janina Use spielt Anna. Und dann gibt es natürlich noch Justus von Donani. Wie spricht man? Also kurz gesagt, sind alle wieder dabei aus dem ersten. Genau, und aus dem ersten Teil sind alle wieder dabei, spielt ein paar Jahre später. Man trifft sich in Spanien, wenn ich es richtig weiß. Ist das nicht Fuerteventura oder so? Fuerteventura. Nee, wie heißt diese Vulkaninsel? Welche war das? Lanzarote. Lanzarote war es. Lanzarote, ja. Dann war es Lanzarote. Und ja, man hat auf jeden Fall die Kinder zu Hause gelassen. Haha. Das ist natürlich schon sehr clever ist. Und ja, es geht halt darum, dass man möchte eigentlich mal ein Familienfest ohne großes Drama haben. Die einen versuchen zum zweiten Mal schwanger zu werden, offenkundig. Die andere hat eine Affäre am Laufen, offenkundig. Und dann stellt sich eben heraus, dass René, der ursprünglich das Adoptivkind von Dorothea war, die haben sich ja schon im ersten Teil ineinander verliebt und rumgemacht und was weiß ich was, dass die geheiratet haben. Und
Dorothea nimmt dann oder hat den Namen König angenommen und heißt damit nicht mehr Böttcher. Was zuerst Thomas völlig auf die Palme bringt und dann entspinnt sich eben wieder so wie so ein kleines Kammerspiel daraus mit ganz vielen Geschichten, die alle miteinander vermixen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat neue Päckchen mitgebracht. Man vertraut dem anderen nur, um wieder voll reingehauen zu werden. Und was klingt wie ein billiger Abklatsch vom ersten Teil, kann man sagen, ja, geht in die Richtung, aber ich fand es teils echt urkomisch, weil es so eine herrliche Situationskomik entwickelt und ich auch die Charaktere einfach irgendwie mag, weil die vom Charakter her seit den letzten Ereignissen sich nicht wirklich weiterentwickelt haben, sondern du weißt ganz genau, was du bekommst. Du weißt, was du bei Thomas bekommst, also bei Florian David Fitz. Du weißt, was du bei Stefan bekommst und wie halt jeder seine eigenen Problemchen so hat und dass am Ende alles dann doch ganz anders ist und ganz anders kommt und was hier die Gehilfin Lucia noch damit zu tun hat, das verraten wir jetzt natürlich nicht, aber insgesamt tatsächlich ein Film, den ich mir gut hätte in der Sneak auch vorstellen können und der mir echt Spaß gemacht hat. Erik, wie ging es dir da? Ja, für die Sneak wäre das schon okay gewesen, denke ich mal. Also da hätten wir viel Spaß gehabt da haben. Also hätte ich lieber gesehen als Infinity Pool oder so. ja, ich habe ja tatsächlich den Vorname zweimal gesehen. Einmal die französische Version und einmal die deutsche Version. Ich fand beide sehr gut. Auch die Umsetzung dann im Deutschen, das war halt echt gut gemacht. Hier der Nachname, das ist ja quasi eine Eigenentwicklung von Sönke Wortmann. Es gibt ja keine, das Originalbuch ist ja, glaube ich, ein französisches oder das Theaterstück, ne? Le Prénom. Und es gibt keinen zweiten Teil in Frankreich. Also da hat er halt wirklich eine komplett eigene Story entwickelt. Und der geht halt schon ein bisschen die Luft aus. Also da hätte ich vielleicht ein bisschen, also diese ganzen, ja, diese satirischen Spitzen, Sachen, Gespräche, Dialoge, die wirklich on point waren in der Vorname, waren halt eher nicht so. Es war halt eher so, ja, pass mal auf, ich sag dir ein Geheimnis, du sagst mir ein Geheimnis, wir verraten das keinem und bam, jeder verrät es natürlich und so. Das kam halt hier mehrfach, dachte ich, ach, ein billiger Trick hier die ganze Zeit, ne? Also, oder es rutscht dann jemand aus Versehen mal raus. Also in dem Moment, wo jemand dem anderen oder der anderen ein Geheimnis offenbart, weißt du, okay, das bleibt kein Geheimnis. Ja, das ist so. Und das da bin ich bei dir. Wobei, das fand ich aber gerade das Amüsante, weil das solltest du eigentlich aus dem ersten Teil, sollte man das wissen. Und da merkst du, die haben einfach nichts draus gelernt. Ja, und ansonsten dann diese, ach, ich weiß nicht, es war mir teilweise wirklich ein bisschen zu lasch geschrieben, das Drehbuch hier. Das war nicht so on point wie bei der Vorname, der Nachname. Der Vorname, jetzt kommst du total durcheinander hier, wie bei der Vorname. Und was ich aber ganz gut fand, war, dass sich auch manche Personen jetzt hier ein bisschen zurückgenommen haben, die in dem anderen Film halt doch noch eher so, ja, richtig, also da waren ja alle ungefähr gleichberechtigt, während hier haben sich halt manche ein bisschen zurückgenommen, gerade hier Christoph Maria Herbst oder so, der war nicht ganz so zynisch und scharf wie im ersten Teil. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, dass das nicht alles so an gewissen Personen nur aufgehängt war. Und ja, ansonsten die Enthüllungen, die dann nach und nach kommen, ja, du hast einen jetzt schon ein bisschen verraten mit dem Nachnamen, worum es eigentlich geht, ne? Aber da gibt es ja noch ein paar andere Enthüllungen. Das fand ich ganz nice, wie sie das gemacht haben. Aber insgesamt kommt es nicht an den Vorgängerfilm ran, meines Erachtens. Ist natürlich, wenn man den mochte, sollte man den natürlich auch gucken, ne? Weil das ist dann schön. Gibt sich dann ein rundes Bild hier. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt gut sein lässt, Sönke Wortmann. Weil nicht, dass dann noch irgendwas kommt, was weiß ich, The Middle Name oder irgendwas. Der zweite Vorname oder keine Ahnung. Nee, oder vielleicht mal ein bisschen mixen, dann mal irgendwie andere Darsteller und vielleicht mal wieder richtig gute Drehbuchautoren mal engagieren, die eher vielleicht aus dem Theaterbereich kommen, denn das ist ja eigentlich ein Theaterstück. Weil da muss es halt schaffen, dass wirklich das alles dialoggetrieben ist. Und hier war halt auch noch viel mit, ja, wir gehen mal raus und da ist noch die Nachbarin und da ist dies und das und jenes und so. Während der Teil 1 war ja mehr oder weniger nur an dem Tisch. An diesem, also das war wirklich absolut verdichtet. Und hier hat es halt schon ein bisschen ausgefasert, fand ich. Deswegen von mir gibt es 6 Punkte. Und von dir? 7,5.
Weil ich fand, wirklich gut, ich habe wirklich Spaß gehabt. Ich habe echt ein paar Mal wirklich einfach lachen müssen, weil es einfach so vorhersehbar dämlich ist und das hat mir einfach echt Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer es auch noch gucken möchte, der läuft gerade auf Sky. Da kann man den schauen und ich gucke gerade mal bei Wer streamt es? Der Nachname. Ich muss mich mal zwingen, da dran zu denken, dass es jetzt der Nachname ist. Mal gucken, ob der noch woanders. Nee, in der irgendeiner Flatrate ist er nicht enthalten, aber man kann ihn natürlich überall bei den üblichen Verdächtigen und auch bei den nicht üblichen Verdächtigen ausleihen, sehe ich. Hier ist eine Riesenliste. Und, aber wer Sky hat, da läuft er jetzt gerade. Da kann man da mal reinschauen. Der Vorname. Okay. Und jetzt geht's in den Serienbereich. Da hat die Kate uns was mitgebracht. Da bin ich ein bisschen gespannt, was das ist. Serien. Ich habe eine neue Serie gestartet bei Apple TV Plus und die heißt, ich krieg's kaum über meine Lippen, Beschütze sie. Ich verstehe immer nicht, warum man wunderbare Serien, Buchtitel, Filmtitel, was auch immer, in Deutschen so blöd übersetzen muss. Ich verstehe es nicht. Vielleicht liegt da ein Buch zugrunde, was den Titel hat, oder? Genau, also das Buch, das ist das Originalbuch, also sowohl das Buch als auch die Serie heißen im englischen Original The Last Thing He Told Me. Ich meine, vielleicht gibt es ein deutsches Buch. Ja, ja, und das deutsche Buch wurde ebenfalls auf Beschütze sie genannt. Verstehe ich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Egal. Auf jeden Fall, ich habe das Buch schon ein bisschen her gelesen, weiß also grundsätzlich, um was es in der Serie geht und ich mag das ja dann immer gerne, die Serienadaptionen zu gucken. Bisher sind 2 Folgen verfügbar. Es kommt, glaube ich, jeden Freitag eine neue Folge. Und es geht um das Ehepaar Hannah und Owen Michaels. Die auf einem Hausboot in San Francisco wohnen. Es ist die Owen Michaels zweite Ehe, hat aus der ersten Ehe eine Tochter, die Bailey, die ist 16. Und die leben da zu dritt eben auf, wie gesagt, auf dem Hausboot. Die Hannah ist Künstlerin, der Owen arbeitet in einer, ich weiß nicht genau, was es für eine Firma ist. Es ist irgendeine Investmentfirma. Keine Ahnung, kann man irgendwie Geld investieren in irgendwelche Computerprogramme. Ich weiß es nicht so genau. Und alles scheint in Ordnung zu sein, bis eines Tages an der Tür es bei Hannah klopft und eine Schülerin von der Schule ihrer Stieftochter vor ihr steht und sagt, der Herr Michaels hat mir $100 gegeben, wenn ich Ihnen den Zettel nach Hause bringe. Und dann nimmt sie halt den Zettel in der Hand, so ein typischer gelber College-Block-Zettel, zusammengefallen, auf außen steht Hannah drauf, sie schlägt ihn auf und dann steht nur drin, protect her, also beschütze sie. Und sie weiß natürlich gleich, es ist die Tochter gemeint, aber sie versteht nicht, warum. Ja. Und sie versucht ihn dann anzurufen, er geht einfach nicht ans Telefon, alles ist irgendwie sehr weird. Sie versucht rauszufinden, wo er ist, kriegt einfach keinen Kontakt hin, fährt dann zu seiner Arbeitsstelle, wo er sein Büro hat, und dort ist das FBI. Und die räumen gerade das ganze Gebäude aus. Und irgendwas ist halt, wie gesagt, extrem seltsam. Sie fährt dann zur Schule und will Bailey abholen, die dann noch ihre Sachen aus ihrem Spind holt und in ihrem Spind eine Tasche vorfindet, mit ebenfalls einer Notiz auf so einem gelben College-Block geschrieben von ihrem Vater, mit einer etwas längeren Message als wie die für die Mutter, wo es quasi darum geht, er erklärt nichts, er sagt nur, dass er sie lieb hat und dass er irgendwie Hannah vertrauen soll, irgendwie sowas. Und dass sie immer dran denken soll, wie wer er wirklich ist, irgendwie sowas, oder wie er wirklich ist. Sie versucht ihn dann auch anzurufen, er geht nicht ans Telefon, sie sitzen gemeinsam im Auto, gucken in die Tasche rein und in der Tasche ist ein Batzen Geld. Keiner weiß warum, keiner checkt es irgendwie. Und er geht einfach nicht ans Telefon. Plötzlich steht ein Marshall vor der näheren Tür, fragt, wo er ist, weil er scheinbar auf der Flucht ist. Denn die Firma, für die er gearbeitet hat, ist eine Hochstaplerfirma. Es gibt dann ganz schnell auch
Zeitungsartikel, die online gehen wegen der ganzen Sache. Leute haben Gelder investiert in diese Firma und in dieses Computerprogramm, die aber geplatzt sind. Das Programm existiert gar nicht, so schneeballsystemartig dann auch noch. So in einer Headline heißt es, größerer Skandal als Wirecard und solche Späße. Also es geht irgendwie um die Richtung. Und er selber ist verschwunden. Er ist einfach weg. Sein Chef wurde verhaftet vom FBI, aber er selber ist verschwunden. Und ja, und jetzt versucht Hannah herauszufinden, wo Owen ist. Und es wird dann, das FBI glaubt halt nicht, dass sie nichts wusste von der ganzen Sache. Und es ist alles sehr weird. Also ich weiß, aufgrund des Buches natürlich, worauf es hinausläuft. Aber ja, sie geht dann halt den ein oder anderen Spuren nach, die sie dann am Ende der zweiten Folge unter anderem nach Austin, Texas führt. Und ja, Besetzung der Serie ist nice, denn wir haben Hannah als Jennifer Garner, Owen ist Nikolai Coster-Waldau, eine befreundete Journalistin ist gespielt von Aisha Taylor, die man aus Criminal Minds unter anderem kennt oder auch aus CSI, und ebenfalls ein bekannter Anwalt, den die Hannah dann anruft, ist gespielt von Geoff Saltz, den man auch aus diversen Serien kennt, also ich kenne ihn zumindest, weiß nicht, wie es anderen geht. Und die Tochter wird gespielt von Ankur Rice, ich weiß nicht, ob er das richtig ausspricht. Dieses Gesicht kennt man mittlerweile auch. Die hat in dem einen oder anderen Netflix-Film schon mitgespielt und in der einen oder anderen Serie mal einen kleineren Auftritt bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, ihre zweite oder dritte größere Rolle. Und mir gefällt die Umsetzung bisher ziemlich gut. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Also bisher... Also ich sage, es ist schon ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Gefühlt ist das ewig her. Aber... Soweit ich mich dran erinnere, ist es jetzt relativ nah am Buch aktuell. Und deswegen, ja, kann ich nur empfehlen. Apple TV Plus, beschütze sie. Klingt gut. Habe ich mal heute auf die Liste gepackt hier bei Fortsetzung folgt, dass man das auch mal mit dran nehmen. Dann vergesse ich das nämlich auch nicht, wenn das da... Ja. Okay, ich habe auch noch was geschaut, eine Dokumentation. American Manhunt, The Boston Marathon Bombing. Dazu nur ganz kurz, weil es ja eine Doku ist, ja nicht so fiktional. Sondern dürfte ja jeder wissen, es gab einen Bombenanschlag oder zwei Bomben, die bei dem Boston Marathon damals hochgegangen sind. Gab es auch schon diverse Dokus über die Verletzten, wie die dann ja quasi wieder genesen sind oder Beine verloren haben und sonst was, wie die sich zurückgekämpft haben ins Leben. Und es gibt jetzt eine Dokumentation auf Netflix, die eher so das Verhalten der Polizei und der Ordnungskräfte an dem Tag oder an den Stunden danach betrachtet, also richtig mit so Timecode, fühlt sich so ein bisschen an, fast wie 24, weil da wird immer so eine Zeit eingeblendet da, also was weiß ich, eine Stunde nach dem Attentat, zwei Stunden und so, was da die einzelnen Schritte waren, das war halt für mich mal sehr interessant zu sehen, was da genau im Hintergrund ablief, denn während das passiert ist, hat man ja gar nichts davon mitbekommen. Natürlich, klar, die konnten ja nicht offenbaren, was sie jetzt gerade tun, aber welche Sachen, die da veranlasst haben, welche Schritte und sowas. Das war schon sehr interessant, was da hier, nur drei Folgen auf Netflix, aber sehr gut recherchiert, mit viel Originalaufnahmen und ist natürlich sehr bedrückend, was man dann so zu sehen bekommt und so die Verletzten und alles und ja, aber wer sich so für solche Sachen interessiert, Dokumentation, das ist wieder mal eine echt gute Dokumentation, nicht wie diese shitty Dokumentation von diesem Flug MH irgendwas dann, der über Malaysia da über Meer dann verloren gegangen ist, wo sie einfach nur irgendwelche Verschwörungstheorien rausgekramt haben, sondern hier ist wirklich faktenbasiert alles dokumentiert, was da nach und nach passiert ist. Ja. Empfehlung von mir. Gab es doch auch mal die Verfilmung mit Mark Wahlberg, die ja auch recht gut war. Ja, also. Nah dran, ja. Dann noch ein Hinweis, LOL, also Last One Laughing ist ja wieder gestartet. Ich bin da auch auf dem aktuellen Stand. Das ist echt sehr, ja, sehr, sehr lustig. Und sind schon, wir haben es auch angefangen. Welche das rausgeflogen, von denen ich überhaupt lustig nicht gedacht hätte. Also, naja, also bei Joko war es klar, oder? Also. Jetzt verrat nicht alles. Also ich hätte, es gibt andere, denen hätte ich es noch eher zugetraut, dass sie viel eher rausfliegen, aber das dazu. Dann noch einen kurzen Service-Take, was jetzt so Neues startet an Serien oder was gestartet ist kürzlich. Hier zum Beispiel am 12. April ist gestartet A Town Called Melis auf Sky Atlantic.
Dann Netflix hat ein paar Neustarts am 13. April, nämlich Florida Man und Obsession, was ja auch irgendwie Platz 1 ist gerade in Deutschland. Das ist nur dritte Staffel. Was haben wir hier? Ja, ein paar neue Staffeln, zum Beispiel Marvelous Miss Maisel ist gestartet auf Prime Video. Und dann war doch noch irgendwas dabei, auf was ich hinweisen wollte. Ja, genau, hier am 19. April, also in 3 Tagen, startet eine Serie auf Disney Plus, True Lies, basierend auf dem Film und den Darstellern, kreiert von James Cameron. Bin ich gespannt drauf, wie sie das machen als Serie. Startet auch noch auf Disney Plus Kindred, da weiß ich jetzt nicht so viel drüber. Und ja, mal gucken, was uns da alles so erwartet noch in den nächsten Wochen. Das nächste Mal gibt es dann, nächsten Ausblick gibt es dann in der nächsten Folge. Okay, dann sind wir ja durch mit den Serienthemen auch. Dann auf zu den Musiktipps für unsere Playlist. Music. Chris hat echt einen coolen Tipp, obwohl er den Film noch nicht gesehen hat. Ja, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass du ihn nicht hast. Deswegen habe ich da mal drauf gewartet, ob du ihn draufsetzt oder nicht. Und dann habe ich gesehen, okay, Erik macht es nicht, dann setze ich ihn drauf. Und zwar von Jack Black, den absoluten Kracher-Song Peaches. Peaches, 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 Peaches. Haben sie leider im Film ja auf Deutsch übersetzt alles. Gut, der Name bleibt wenigstens gleich. Haben nicht gesagt Pfirsich, 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 Pfirsich. Aber ja gut, aber sie heißt ja auch im Original, also sie heißt ja im Deutschen bestimmt nicht Prinzessin Pfirsich. Also. Aber du weißt nicht, was die manchmal da veranstalten, da bei irgendwelchen Übersetzungen. Ja, aber der Rest vom Song war halt kindgerecht halt alles übersetzt, damit die es verstehen und so. Aber ja, ich wollte es mir dann auch mal im Original anhören, ich finde es so großartig da. Ist auch eine so geile Szene, wo der dann auf einmal anfängt zu singen. Mag ich ja normalerweise nicht in Filmen, aber das war so geil. Und da gibt es dann nochmal so ein paar Szenen. Aber angucken, Super Mario Film, ins Kino, alle. Ja. So, bis bei Kate was drinsteht, ich habe von Duff, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, wegen dir, habe ich letztens mal wieder gehört, fand ich geil. Kate, was hast du? Ich habe vom neuen Album von Fall Out Boy Fake Out. Alles klar, packe ich auf unsere Playlist bei Spotify, die da heißt Kinocast Songs. Könnt ihr reinhören, abonnieren, irgendjemand baut schon mit Lego nebenbei. Glaub, ja, ich wollte das gerade teasern. Ich glaube schon, ist langsam vielleicht Zeit hört man hier. Das ja hier. Ich habe mir nämlich einen kleinen Traum erfüllt. Und zwar, wer mir auf Instagram und Twitter folgt, wird dem ganzen Wahnsinn, den ich hier gerade vollbringe, beiwohnen können und das ein bisschen verfolgen können. Denn ich habe mir das Lego Harry Potter Schloss gekauft. Und ich fange gerade an, das zu bauen nebenher. Und ich werde so meine Fortschritte auf Twitter und Instagram mal ein bisschen. Ich glaube ja, dass du in einer halben Stunde fertig bist damit. Das stimmt gar nicht, weil ich bin erst bei Paket 4 von, ich glaube, 37 oder so. Meine Güte. Ja, das hat über 6000 Teile. Gab es doch früher in der Schule so einen Witz, ne? Was ist der Unterschied zwischen Sex und Lego? Das eine dauert länger. Also wenn du es nicht weißt, dann spiel weiter Lego. Okay, genau. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Bei Erik, muss ich aufpassen. Das ist ein blöder Kerl. Ah, nee, halt, das wollte ich eigentlich. Ja, der war besser. Ja, habe ich ewig nicht gebraucht. Der Chris hat mich schon für total verrückt erklärt, weil ich meine Teile vorher sortiere. Bevor ich... Ich tue jetzt nicht die Tüte leeren und einfach losbauen und dann die einzelnen Teile suchen, sondern ich sortiere vorher die Teile einigermaßen, also die gleichen zusammen. Aus den einzelnen Tüten oder machst du alle Tüten auf und sortierst die Teile? Nein, ich mach eine Tüte nach der anderen auf, so wie man es macht. Ich habe jetzt mit 1 angefangen, habe das gebaut, habe dann die 2 gemacht, habe das gebaut. So macht man es ja. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen off-topic. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genau, wir sehen uns dann morgen, Chris. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören an alle da draußen. Falls ihr auch gern Lego baut, ja, dann schreibt es in die Kommentare oder spielt einfach weiter Lego. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.